Moin, hier ist der Angelus. Es geht weiter mit Avatar Frontiers of Pandora. Ja, die RDA ist zurückgekehrt. Wir sind aus dem Kälteschlaf aufgewacht und müssen jetzt erstmal hier aus der Basis entkommen. Wenn sie uns sehen, fangen sie sofort an zu schießen. Wir halten nicht so viel aus und müssen jetzt erstmal hier durch die Turnhalle schleichen. Also Leute, willkommen zurück zum Let's Play zu Avatar Frontiers of Pandora. Freut mich, dass ihr wieder dabei seid in der zweiten Episode. Und vielen, vielen Dank an alle, die Episode 1 unterstützt haben mit einem Daumen nach oben. Freut mich, ja, dass einige Bock haben, hier das Let's Play bei mir zu schauen. Mal gucken, wie ich mich jetzt anstelle, um jetzt hier an den Soldaten vorbeizukommen. Also viel Spaß mit Folge 2. Ich warte mal, bis die sich wieder umdreht da vorne. Ich will einfach nur noch zurück zur Kaserne. Ja, geh doch. Wird dir das nicht irgendwann langweilig? So. Scheinen nämlich doch ganz gut aufmerksam zu sein, die Soldaten. Okay. Mir ist so verdammt langweilig. Wenn es mich nicht killen kann, ist... Okay, keine Animation. Man boxt die von hinten einfach um. Und jetzt lasse ich die stehen. Bin aus der Turnhalle raus. Gut, dann geh jetzt zu. Sorlek! Okay, gut, wir sind aber auch nicht so richtig ausgebildet in Assassinieren. Vielleicht gibt es deswegen keine Kill-Animation oder sowas, sondern nur der einmal umboxen. Wir sind halt stärker als Menschen. Das ist auf jeden Fall Fakt. Da reicht auch mal ein Schlag in den Nacken. Hier die ersten Pflanzen, die auch nachts leuchten. Boah, nachts dieses Spiel, wenn man nachts im Wald unterwegs ist, das ist bestimmt optisch richtig geil, oder? Da freue ich mich drauf. Ich meine, die Szenen sind in den Filmen immer schon toll gewesen. Diese leuchtenden Pflanzen von Pandora. Wie lange haben wir geschlafen? Ja, ne? Hier ist nämlich echt alles schon auch vermoost langsam. Da holt sich die Natur die Anlage schon wieder zurück. Sorlek, empfängst du mich? Ein paar Jahre müssen es gewesen sein, glaube ich. Ein Kicker, wie winzig. Ein Kicker wie in einem Puppenhaus. Oh, ich habe einen Kanister getreten. Aber keine Kisten, die hier noch so rumstehen oder so. Bisschen Ausrüstung. Wir sind immer noch unbewaffnet. Oh, shit. Der ist nicht unbewaffnet. Au. Und der ist auch kräftiger als wir. Mörder? Nee. Hast geschnappt, Harding? Ja, das Kind ist harmlos. Seine Schwester war eine heißblütige Kämpferin. Du Mörder. Geholfen hat es nicht. Tja, früher wären sie nützlich gewesen. Nun gibt es keine Navi-Botschafter mehr. Nur noch Navi-Hindernisse. Lauf! Okay, Ari war also unsere Schwester. Okay. Emotionaler Hintergrund. Oh, Wasser. Wollen wir schwimmen? Oh, ist nicht tief. Was war das? Sorlek, bist du okay? Das war viel zu knapp. Sorlek! Ich höre ihn nicht mehr. Ja, wir können, glaube ich, da hoch. Glaube ich. Ah ja, hier ist die Rampe, okay. Erinnert mich fast so ein bisschen an Mirror's Edge, so ein bisschen vom Movement her. Mirror's Edge war da noch ein bisschen genauer, was das Movement angeht. Oder man wusste halt da genau, wo man hinspringen musste, weil die Kanten immer alle rot angezeigt waren und sowas bei Mirror's Edge. Aber halt ja auch so ein Parcours-Spiel aus der Ego-Perspektive damals. Pflanzen! Noch mehr. Wald. Hübsch. Sieht hübsch aus. Ich
glaube, ich werde bei, wenn ich über Bäume laufen muss und sowas, später so häufig abstürzen und mir alle Knochen brechen. Aber Navi haben starke Knochen. Die waren, glaube ich, so mit, war das so Kevlar-Überzug oder sowas? Die haben doch so einen speziellen Überzug auf den Knochen, naturmäßig, der die ganz krass widerstandsfähig macht. Oder Carbon oder sowas, ne, irgendwie. Wow, guck dir diesen Übergang an. Willkommen auf Pandora! Das ist nicht mehr Kansas. Ist nur ein Zitat aus dem Film. Niedrige Energie. Wenn Energie verbraucht ist, dann muss ich, ja, neue suchen. Wahrscheinlich was zu essen, ne? Neue Quest, Pandora. Hallo? Hallo? Vielleicht sind sie ja am Wasser entlang. Mhm. Neue Charaktere, einmal. Ach ja, wir können auch über Charaktere und über die Welt viele Sachen nachlesen. Das ist schön bunt. Es ist der Kinglor-Wald. Quest-Tracker. Um den Quest-Tracker aufzurufen, tippe auf L1. Und um ihn immer auf dem Bildschirm zu haben. L1? L1 ist doch Nahrungsdings. Achso, das ist der oben da. Suche nach Solek und anderen Überlebenden. Vielleicht sind sie dem Fluss gefolgt. 50% trockene Dings. Details anzeigen. Hey, ups. Pfade trocken und mit knapp abgelaufenem Haltbarkeitsdatum ist diese Grundration trotzdem essbar und sättigend. Mein Leben ist voll, aber ich glaube, ich brauche auch Nahrung dann immer für die Energie unten, ne? Pflanzen. Hier draußen im Dschungel fühlen wir uns jetzt echt wieder klein. Klein und schwach, weil die Bäume alle so riesig sind, ne? In der Menschenbasis ist das komplett das Gegenteil. Ah, guck mal, hier sind diese Dinger, die sich so einpflanzen. Gleiche Sounds aus dem Film. Alter. Hohe Klippen, krasse Bäume. Ich folge aber erstmal noch weiter den Fluss. Oh, hier ist was. Mehr RDA. Ja. Was ist passiert? Ich glaube, ich kann gar nicht so hoch springen, wenn ich so wenig Energie habe. Sprinten wird vielleicht auch langsamer. Könnte aber vielleicht anstrengend werden für das Spielverlauf, wenn wir immer auf unsere Energie achten müssen und so viel futtern. Hoffentlich finden wir viel im Wald, viel zu essen. Viel Früchte und so. Tiere! Wow. Wenn die Quests und Geschichte jetzt auch noch überzeugt wäre, das glaube ich ein richtig cooles Spielerlebnis, weil das hier sieht echt krass aus, finde ich. Betankungsanlage haben wir hier. Eine RDA-Station. Solek. Baum. Der Baum. Hier. Ist er verletzt? Er ist verletzt. Oh nein. Das haben sie vor dir versteckt. Deine Heimat. Dankeschön. Du kannst nicht kämpfen. Diesmal helfe ich dir. Wurden wir ausgebildet, wie man Bogen schießt? Du wirst Pfeile brauchen. Gestrüppholz ist biegsam. Du findest sie schon.
Okay. Fokussiere deine Sinne. Meine Sinne? Sie haben dich menschlich gemacht. Doch du bist wie? Sieh den Wald wie ich. R1, benutze Navi-Sinne. Okay, die Sicht, ne? Benutze deine Navi-Sinne, um das Bogenschießen Dickicht zu finden. Gedrückt halten. Siehst du? Aha. Das ist dein Zuhause. Es wird zu dir sprechen, wenn du es lässt. Lass deine Sinne dich leiten. Nutze deine Navi-Sinne und untersuche jegliche hervorgehobenen Pflanzen, Tiere und andere Objekte. Durch Drücken von L3, um mehr Informationen zu finden. L3? L3 ist doch Sprinten. Ah, so. Behälter mit Ersatzteilen. Danke. Was war da? Sammle Holz vom Bogenschützdickicht. Das da? Das sind andere Sachen, ne? Stock. Bogenschützendickicht. Ach, was ist das Zeug? Gut, ich hab genug. Jetzt kannst du Pfeile fertigen wie ich. Stark genug, um Menschenmetall zu durchdringen. Okay, das mit dem Zeug einsammeln und dann Pfeile herstellen ist halt wie wir das mit Aloy auch häufig gemacht haben in Horizon. Also nichts Neues für mich. Pfeile herstellen. Öffne das L1-Rad. 10 Pfeile. Du bist so weit. Wir sollten abhauen. Kannst du dich bewegen? Dapofit. Die Schote einer Dapofit-Pflanze. Ich finde eine. Keine Sorge. Am Ufer. Sie wachsen am Wasser. Okay, eine Pflanze brauche ich. Neue Jagd, ein neues Jagdbuch-Eintrag. Karte. Habe ich auch. Bin mal gespannt, wie groß die Karte ist. Karten, Wegpunkte. Drücke X, um eine Wegpunktmarkierung auf der Karte zu platzieren. Diese Markierung erscheint auf dem Kompass, sodass du leichter zum gewünschten Ort findest. Okay. Haben wir oben Jagdbuch und so. Ui, können die Karte interaktiv bewegen. Können wir rauszoomen? Da ist der Wald da. Da sind wir jetzt. Das alles? Oder wird links und rechts noch mehr? Man kann ja sein, dass das groß ist. Was sind das hier eigentlich für alles, diese ganzen Dinger hier, ey? Viele Leuchteflecken. Färbekessel. Okay. Färbekessel sind es. Da auch wahrscheinlich. Und das Ding hier? Keine Ahnung. Vielleicht Aussichtspunkte. Bäume, um das freizuschalten. Hier ist irgendwie eine Hand. Hier ist das Jagdbuch, wo wir viel über die Welt nachlesen können und über Charaktere und sowas auch. Nee, der Charakter ist daneben. Okay, Pandora Wald. Sie wachsen für gewöhnlich in Wassernähe. Es gibt einen See in der Nähe. Auf Karte anzeigen. Das ist das Questding hier. Verfolgung aufgeben oder in Questlog anzeigen. In Questlog anzeigen. Achso, okay. Hätten wir jetzt aber nicht auf den Kompass gezeigt. Da, der Punkt ist es. Und wenn wir noch nicht wissen, welche Pflanzen wir alle mitnehmen können, dann hilft die Navi-Sicht halt, um das hier abzuscannen. Dann wird alles Interessante hervorgehoben. Wie da unten zum Beispiel die Kiste. Hat eine ganz gute Reichweite. Da ist ein Heli unterwegs. Können wir nicht mitnehmen? Ein abgesperrter Behälter, in dem sich Feuerwaffen der RDA befinden. Ohne RDA-Zugang kann er nur geöffnet werden, indem man sich in das Sicherheitssystem hackt. Sicherheitssystem hacken. Ersatzteile, 1. Okay. Weiter in die Richtung. Da ist die Markierung. Zum See.
Navi, die schießen den Bogen ja so als Linkshänder. Deswegen wäre das hier, glaube ich, auch so sein. Deswegen kriegt sie den auch so, ne? Was ist das? Hoch. Ah, okay. So kommen wir auf die Beine hoch. Cool. Gegner? Soldaten! Okay, aber jetzt habe ich einen Bogen. Jetzt können wir kämpfen. Sie können nicht weit sein. Hab Geduld. Kommt raus, wo immer ihr. Ich erschieße euch mit meinen kleinen Bäumen im Gegensatz zu den Menschen. Sind das Riesenpfeile, ey. Das durchschlägt deren Kevlar-Rüstung. Aber sowas von. Ach, schade, man sieht nicht, wie die Pfeile in den stecken, ne? Die müssen so durchbohrt sein von diesen Dingern, ey. Ich höre ein Tier. Da drüben. Geil. Leider können wir die Pfeile nicht wieder besorgen von den Menschen, aber vielleicht kommt das ja noch. Okay, da sind Fische unterwegs. Angelplatz. Angeln können wir auch. Na dann. Hammerkopf, Titan-Hooter. Jungtier. Na guck mal, wir können die jagen und dann sehen wir gleich, was wir von denen erhalten. Schwere Haut, Hammerkopf, Horn und sowas. Okay. Jetzt brauche ich aber diese Dings, diese Frucht. Ist sie hier? Die muss auch hier sein, oder? Die, da, diese Dinger. Die leuchten anders, diese hier. Nehmen. Salt Lake, ich hab die Dapophet. Komme zurück. Noch mehr Soldaten. Okay. Heilungsmittel voll. Okay, dann wieder zurück zu Solek. Aber er antwortet nicht, das ist ein schlechtes Zeichen. Was ist denn hier? Sprühen die so Duft aus? Untersuchen. Dunstblüte. Die Sporen der Nebelblüte steigern für eine kurze Zeit den Blutfluss der Navi, wenn sie eingeatmet werden, wodurch sie schneller und beweglicher werden. Einfach so ranstellen. Na guck mal, man sieht auch gleich, wie der Duft auf der Haut und überall drauf ist. Oh, das waren diese Pflanzen hier, ne? Was machen die? Oh, ich glaube, die platzen. Ich glaube, die platzen. Ich meine, sie war jetzt die ganze Zeit nur eingesperrt in der Menschenanlage und hat den Wald und ihre eigene Welt, wo sie geboren ist, noch nie gesehen. Das ist schon traurig irgendwie, ne? Aber es ist auch gut, weil so können wir mit ihr zusammen die ganze Welt kennenlernen. Nicht lebend fangen. Die ganze Welt kennenlernen und auch alles zum ersten Mal erleben, wie sie. Der Kampfläufer könnte vielleicht noch ein Problem werden. Oh. Immer schön in Bewegung bleiben. Positionswechsel. Gut, dass ich hier auch mit der Navi sich ein bisschen orten kann. Die sind alle da runtergelaufen. Wow, der guckt in meine Richtung. Ich dachte, der guckt da unten hin. Ist nur noch ein. Zwei Soldaten und der Große, ne? Oh. Ja, ich bin zu schnell. Das stimmt. In Bewegung bleiben ist der Trick. Lauf, machen wir nochmal eine Runde. Die haben mich wieder aus der Sicht verloren. Okay, ein kleiner Soldat noch und dann kümmere ich mich um den Dicken. Oder? Wo ist der Typ hin? Ich sehe nur noch den Kampfläufer. Da hinten steht er, okay. Hat er eine Schwachstelle? Kann man den Fahrer rausballern? Schießt einfach auf das Cockpit schießen.
brauche was zu essen. Essen ist auf E1. Hier, ich habe noch eine Ration. Okay, der Läufer ist weg. War auch so weit. Nice. Okay. Du lernst schnell. Ja, ne? Naturtalent nennt man das. Der war schon tot. Die Fensterscheibe ist nicht zerbrochen? Oder ist der... Der ist auch noch drin, der Pilot, ne? Ich hab nur auf die Scheibe geschossen und die ist nicht kaputt gegangen. Wieso kann ich mir eigentlich nicht die Pfeile aus dem alten Dinger hier rausziehen? So heilen wir uns. Die sind bestimmt besser als die REA-Snacks. Und frischer. Du hast kein Lied. Das meiner Mutter wurde geraubt. Ändern wir das. Warte! Was mache ich jetzt? Machen? Finde deinen eigenen Weg, Sarentu. Und bis dahin hilf dem Widerstand. Doch wisse, sie und wir teilen denselben Feind. Doch mehr teilen wir nicht. Nein, nein, nein. Sie sind zu nah. Geh, wir treffen uns im Lager beim Wasserfall. Okay. Er lässt uns einfach alleine in dem Wald. Wir waren noch nie hier. Wir wissen nicht mal, wo irgendwas ist oder eine Ortschaft oder so. Danke. voll verloren. Okay, Solek, neuer Charaktereintrag. Finde das Hauptquartier des Widerstands. Es liegt an der Spitze des Wasserfalls. Finde einen Weg, die Klippen rechts vom Wasserfall zu besteigen. Okay, den Wasserfall sehe ich so. Hauptquartier des Widerstands, neuen Eintrag. Okay. Nehmen? Was kann ich... Achso, hier ist nochmal. Okay, ich muss auf jeden Fall immer gucken, dass ich genug Holz dabei habe. Kann ich hier eigentlich irgendwie ein Sicherheitssystem hacken, damit ich diese Kiste bekomme? Vielleicht erfinde ich ja hier noch was. Da ist noch so eine Kiste. Danke. Also mein erster Eindruck bisher ist immer noch sehr positiv, muss ich sagen. Und wie seht ihr das? Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, euer Eindruck bisher. Ich meine, das ist jetzt die zweite Folge, gerade der Anfang. Der Wasserfall, die Widerstandsbasis ist dort oben. Hier können wir hoch mit den Dingern. Aber es sieht auch so erstmal gut aus, ne? Ich will den Wasserfall angucken. Da oben ist auch ein Funkturm. Cool. Untersuche, während du deine Navi-Sinne anwendest, kannst du markierte Pflanzen, Wildtiere und verschiedene Art andere Objekte untersuchen, indem du L3 drückst. Jo. Jo. Ja. Was ist denn das da? Guck mal da. Da ist irgendwie so eine Spur da unten. Vielleicht ist das eine Wildtierspur, weil da auch hier ständig so diese Tiere rumlaufen. Könnte eins von denen sein, was hier rumgelaufen ist. Wenn man jagen will, dass man die dann verfolgen kann, wenn man die deren Witterung aufgenommen hat. Kann ich mir vorstellen, dass das da ist. Oder? Ach ja, da kann man auch sogar untersuchen. Unbekannte Witterfährte. Geruchsfährte. Ja. Hat was mit Jagen zu tun. Cool. Kann man aufschießen. Vielleicht damit sie dann den Tentakel rauslässt? Oder ist hier auf der Seite noch einer? Nee.
Heberranken können zum Herauf- und Herabklettern benutzt werden. Sie verfügen über eine starke Liane, die sich zusammenzieht, wenn sie berührt wird. Das Treffen einer geschlossenen Heberanke löst ihre Liane herunter. Dann brauche ich dafür auch einen Pfeil? Das ist alles Ressourcen. Aber auch eine Riesenwelt, ne? Aber schon ähnlich wie auch das Clangebiet von den Omatekaya, was ja auch mehr Wald war. Aufgeladener Sprung halten. Oder auch nicht. Oh, oh, hier ist Wasser. Da geht's wieder runter, wir müssen da rüber. Okay, noch weiter zu springen. Um noch weiter zu springen, sprinte einen aufgeladenen Sprung aus, halte dann aufgeladener Sprung beim Sprinten. Ja, ja. Okay. Das müssen wir noch üben für die Zukunft. Toll. Geht also auch nicht gedrückt halten. Du musst schon vorher springen. Muss ich vorher gedrückt halten und dann loslassen? Oder kann ich auch drücken und dann gedrückt halten? Das steht da nicht. Führe im Sprinten einen aufgeladenen Sprung aus. Die ist nicht so einfach. Ah. Guck, vielleicht kann man das in der Steuerung noch ein bisschen angenehmer anstellen. Ich habe ja gesagt, ich werde auch häufig, glaube ich, abstürzen, weil der aufgeladene Sprung im Sprinten. Da musst du erstmal ein Gefühl für haben, wann du anfängst, den gedrückt zu halten, damit du nicht zu früh drückst. Und dann zu früh abspringst. Und dann die Weite nicht schaffst. Tja, ich muss zu diesem Turm. Die Musik ist aber auch bisher echt schön gemacht, finde ich. Das ist die Basis des Widerstandes. Und noch ein Wasserfall. Ich freue mich schon, wenn wir unser Flugtier bekommen und dann hier auch noch rüber können und rumfliegen können und sowas. Sind hier noch welche? Turm kann ich nicht untersuchen. Alles RDA-Kram, aber kann ja auch gestohlen sein. Dann selber benutzen, ne? Hauptquartier des Widerstands. Wir haben es erreicht. Sehr cool. Erstmal gönne ich mir hier mal so eine Frucht. Mal gucken, wie viel die heilen. Guck mal, Heilungsbeutel ist voll. Das heißt, wir können davon nicht so häufig oder nicht so viel mitnehmen. Wo ist denn das Essen? Hier drin ist es nicht. Nahrungsdings. Nahrung essen wollte ich. Ich dachte, ich habe das hier mitgenommen. Da ist kein Essen drin. Ach da, das ist hier Bogen herstellen. Was ist das hier? Langbogen, neue... Andere Pfeil. Aber das Essen ist nicht da von diesen Pflanzen hier. Heilungsbeutel ist voll. Vielleicht weil mein Leben voll ist und das ist für die Heilung und nicht für die Energie unten. Für die Energie brauche ich anderes Essen. So wird es wahrscheinlich sein. Okay. Gehe zu Solek im Hauptquartier. Leute, wir haben das Hauptquartier des Widerstands erreicht. Es gibt viel zu entdecken und auch erstmal viel kennenzulernen, welche Pflanzen für was sind.
Also da unten der Balken ist schon zum Beispiel nicht unser Leben, sondern die andere Ausdauer, dass wir kräftiger unterwegs sind und dafür müssen wir wohl irgendwas anderes essen, weil diese Dinger hier funktionieren nicht. Oder ist jedenfalls nicht im Nahrungsmenü. Ja, immer noch sehr positiv überrascht vom Anfang jetzt. Gefällt mir recht gut. Gameplay geht locker von der Hand. Movement, bis auf diesen aufgeladenen Sprung über Klippen und sowas, da muss ich erstmal ein Gefühl für bekommen, aber ja, ist gerade der Anfang des Spiels, zweite Folge, da komme ich rein. Ansonsten optisch macht es einen sehr guten Eindruck und Gameplay macht auch Spaß. Also Leute, vielen Dank fürs Einschalten in der heutigen zweiten Episode von Avatar. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da für die Folge und dann bis zur nächsten Folge und dann quatschen wir hier mit Zolek und so weiter. Also haut rein, bis dann, ciao, ciao.